Willkommen zurück. Wir sind hier bei Nefa Dingens aus Kohlen, genau. Und wollen von dem Stoff haben. Das sieht eigentlich aus wie ein Stoffhändler. Hier sind überall Stoffe, also quatsch mal mit dem. Ich möchte gerne grünen Stoff kaufen. Grün? Kein Problem, aber das wird dich eine Menge kosten. Wie viel? Auf jeden Fall mehr, als du bezahlen kannst. Nee. Wie auch immer, gegen eine kleine Gefälligkeit könnte ich dir vielleicht den Stoff geben. Ah ja, und was ist das für eine Art von Gefallen? Ach ja, und welche Art von Gefallen? Lass es mich dir einfach zeigen. Der kann sich bewegen? Wow. Alles, was du tun musst, ist mir die Lampe zu bringen. Welche Lampe? Ich soll in dieses dunkle Loch hinuntersteigen? Das ist der Künstlereingang. So etwas hatte ich mir schon gedacht. Komm nicht zurück, bevor du nicht die Lampe hast. Nur eine Sache noch, ich... Später. Ehe. Ich bin kein glücklicher Mann. Du hast uns ganz gekünstelt durch den Künstlereingang hier reingeschmissen. Aber schöne Höhle. Hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber immerhin ganz nett. Tralala, tralala, tralala. Eine Lampe. Lampe, 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 Lampe. Lampen. Keine Ahnung. Es liegt ein ganzer Haufen von ihnen hier rum. Ja, dann nimm dir doch mal eine mit, ne? Schupp. Schupp. Jetzt bin ich gespannt, was für eine Lampe er auspackt. Ich will eine Lava-Lampe haben, die sind cool. Sehr viele Lampen später. Das ist ja wieder mal typisch. Ich schätze, da draußen findet das jemand ziemlich komisch, was? Oh, geht so, geht so. Na, endlich. Es tut mir leid, aber der Geist der Lampe ist gerade nicht zu Hause. Wenn Sie wegen irgendwelcher Wünsche gerieben haben, müssen Sie sich leider gedulden. Sie können aber Ihren Namen und Ihr Anliegen nach dem Pfeifton hinterlassen. Ich kann es nicht glauben. Na gut. Wir haben eine Lampe, zwar ohne Pfeifton, aber immerhin wir haben eine. Können wir hier irgendwie wieder rausgehen? Irgendwie geht das raus? Ich vermute, wir klettern hier einfach durch das Loch, ne? Wupp. Hallo, dadurch? Keine Ahnung, benutze Höhleneingang? Nee. Oh. Was ist denn damit los? Guck dir an, den fucking Höhleneingang. Ich kann den fetten Kerl um die Ecke schielen sehen. Ach so, das ist wieder die gleiche Situation wie mit dem Archäologen im ersten Teil. Wir müssen einfach damit reden. Hey, Dicker! Ich habe deine Lampe. Wirf sie mir hoch. Keine Chance. Ich habe das Buch auch gelesen. Wirf mir zuerst die Leiter runter. Ja, wunderschön. Jetzt geht's ja wieder raus. Wo ist überhaupt dieser blöde Höhleneingang? Habe ich noch nie gefunden. Gute Arbeit, Kleine. Was ist mit meinem Stoff? Klemm! Bringe dem Jungen ein Bündel Stoff durch. Ich dachte, wir hätten uns auf grün geeinigt. Tut mir leid, das ist alles, was ich dir anbieten kann. Na ja, klasse. Besser als nichts, schätze ich. Wo seine speckige Haartracht drinne war. Ein großes Stück Stoff. Reine Baumwolle. Schön. Baumwolle ist nett. Also gehe ich zumindest davon aus. Obwohl die ja auch nicht... wo gehe ich denn hin? Obwohl die auch nicht immer unter netten Umständen hergestellt wird. Hier will ich doch gar nicht rein. In diesen verrückten Laden. Gut. Ja, wir haben Stoff. Den müssen wir jetzt grün kriegen. Mal gucken. Wir gehen mal hier raus und gucken auf die Karte, ob uns da irgendwas ins Auge fällt, wo wir den Stoff grün kriegen. Im Sumpf? Nein, im Sumpf kommen wir ja nicht hin. Da ist ja das alles im Weg.
Ja, Rathausplatz? Nee. Strand, wir können es ein bisschen durchs Gras ziehen, da haben wir Grasflecken drauf und die sind dann auch irgendwo grün. Tja. Drei Bärenhütte nicht, da nicht, Hafen nicht. Hatte der Kalypso nicht so einen Haufen Flaschen dastehen? Wo es mir gerade so einfällt. Ich kann auch den Kaugummi draufschmeißen. Ach nee, oder warte mal. Benutze Sumpfshake, hahaha, mit Stoff. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Du sollst diese grüne Klipperpampe da drauf kippen, damit er auch grün wird. Oder können wir den Kaugummi vielleicht draufkleben und schön breit machen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Ich weiß es ja. Geh mal hier rein und gucken, ob du hier irgendwo grüne Farbe kriegst. Hallo, Herr Eumelteumel. Ich hänge irgendwie total fest. Ich wünschte wirklich, ich könnte dir helfen. Aber ich bin nur ein ahnungsloser alter Dummkopf. Niemals wurde ein wahreres Wort gesprochen. Genau. Wir können auch seine Klamotten klauen, die sind nämlich auch grün. Hast du nicht irgendwo grünes Krimskrams? Farbstoff. Drop. Farbstoff. Nimm mit den Scheiß. Kann ich das hier mitnehmen? Natürlich. Wunderschön, grüner Farbstoff. Das heißt, wir benutzen Stofftuch mit Farbstoff. Ich glaube, man muss ihn erst in Wasser auflösen. Ach ja, das, ja. Haben wir zufällig Wasser dabei? Nee, ne? Wasser. Die Höhle kommen wir nicht nochmal zurück, da war zwar ein Wasserfall, aber... Nee, wir hatten hier noch Wasser. Ins Hafenbecken zu schmeißen? Ja, nehmen wir mal den Springbrunnen. Das sieht ziemlich wässrig aus. Und scheint auch so wässrig zu sein. Also würde ich mal sagen, wir vermiesen mal den netten Damen, die jetzt hier gleich anfangen werden zu quatschen. Achtung, den Tag. Das ist wahrscheinlich nur eine Phase, die er da durchmacht. Unser Florian hatte letztes Jahr dieselbe Idee. Wirklich? Er hat sich das bald wieder aus dem Kopf geschlagen. Ich hab ihm damals gesagt, heutzutage brauchst du schön gute grün. Zeugnisse, wenn du dich bewirbst. So, die nehmen doch mal nicht jeden bei der Papa. Wenn du was gewaschen haben möchtest, dann leg's neben meinen Korb. Die wachsen da irgendwann wieder na, raus. Danke. Obwohl, ich hab gehört, hatte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber Freundlichkeit ist immer nett. Petersilie? Petersilie also. Bitteschön. Nun, Dankeschön. Sie war schon immer etwas. Jetzt gehen wir mal wieder raus und wieder rein, damit sich das Queen aktualisiert. Aktualisiert das Queen. Bla 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 bla. So, waschen, tralala, pipapo und wieder zurück. Bin ich mal gespannt, ob sich hier was getan hat. Ich bin da, um meine Ware abzuholen. Wisst ihr eigentlich noch, wie der Zirkus in die Stadt aus. Kam? Wie könnte ich das jemals vergessen? Mitnehmen. Margret und dieser Elf. Schlimme Geschichte. Schlimm, Dankeschön. Schlimm. So, jetzt haben wir schönen grünen Stoff. Wie dem auch sei. Ihr und gehen zurück zum Kostüm-Fritzenhändler. Tralala, Fieberpo. Wie auch immer. Wie heißt der eigentlich? Und Marktplatz. Kostümfritze. Wir haben grünen Stoff am Start. Nein, ach du sollst nicht in down diese bekloppte Tierhandlung runter. Hier lang, hier rüber, da lang. Meine Güte. Dadurch. Jetzt gib Stofftuch an Schatzartikelhändler. Ich habe den Stoff, den du wolltest. Okay. Kurze Zeit später.
Schön, ging ja schnell. Hey, Schaf! Na klasse. Eine kurze und unerwartete Sonnenfinsternis später. Aha. Wir haben jetzt ein Sumpfling-Kostüm. Was machen wir mit dem Sumpfling-Kostüm? Wir gehen den Sumpfling auf die Nerven. Wir hätten auch einfach den Typen vor dem Sumpfling-Gebäude niederschlagen können und den sein Kostüm klauen. Zusammen mit den ganzen Luftballons und Gutscheinen und allem Möglichen. Aber was soll's. Aber ich find's auch schön, dass er uns das gratis gemacht hat. Ich meine, ist ja bestimmt einiges an Arbeit dahinter. So, wir stellen uns mal neben den Kerl. Ach, ich speichere mal ab, mal kurz. Blub. Denken Sie daran, jedes Sumpfessen enthält ja 20% reines Rind, Schweinefleisch. Schweinefleisch wäre ja auch noch nett. Ich speichere mal kurz und da dem hier. Jupp. Wir verwenden außerdem und nur garantiert biologisch abbaubare und Zusatzstoffe. Trage das Sumpfling-Kostüm. Das ist weder die Zeit noch der Ort, um mich zu erniedrigen. Mann, ich wollte schon einen Vergleich anstellen. Jetzt ziehen wir uns halt. Ach, wir können es vielleicht auf Klo umziehen. Ja. Hier müssen doch zu irgendwas gut sein, die Toiletten. Also hier kann er sich ja nicht umziehen, ne? Bei Tage ist er ein gewöhnlicher Zauberer. Oder hin? Aber wenn er Sumpfsuppe riecht, wird er zu... Tada! Sumpfman! Oh Gott. Ein einsamer Rächer im Kampf gegen das organisierte Erbrechen. Organisch ist das Erbrechen bestimmt. Ich gehe nur mal eben zum Chef, okay? Kein Problem, Bill. Man sieht sich. Ich musste das wieder abnehmen, um mein Gesicht zu wahren. Ach so, hier ist die Küche, also das Nebengebäude. Ich werde die Schnecken schälen, während du den Sumpfschlamm machst. Ich habe sie bereits geschält. Du wirst den Schlamm selber machen müssen. Nein, ich bin hier das kulinarische Genie. Ich werde mich nicht mit solchen profanen Aufgaben beschäftigen. Dafür bist du ihr. Ich traue dir noch nicht einmal zu, ein Ei zu kochen. Ich traue dir noch nicht mal zu, ein Glas mit Wasser zu füllen. Du bist ein Idiot. Jeder weiß, dass meine Mahlzeiten einem Genießer Tränen in die Augen treiben. Ja, er würde vor Ekel weinen. Mein Gerichte reichen jedem König zur Ehre. Na gut, die haben sich ganz lieb. Hier Herr Larve und der Lichter oder andersrum. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr es gerne haben möchtet. Aber auf jeden Fall habe ich hier die Uhr entdeckt. Und mit der Uhr, keine Ahnung, die gucken wir uns erstmal an. Das sieht aus wie der Mechanismus der Restaurantuhr. Ja, kannst du damit irgendwas machen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ja, könnt vielleicht mal den blöden Keil da einsetzen. Ja. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ruhig. Schau nur, was du angerichtet hast. Kannst du gar nicht richtig machen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Na, ich glaube, das ist ja nicht die beste Methode, um Fleisch zuzubereiten. Aber du zerstörst den guten Geschmack. Wir quatschen Fleisch erstmal mit muss gegrillt werden. Quatschköpfen hier. Hey, Jungs. Was willst du, Kleiner? Siehst du nicht, dass der große Igor Igittigit am Arbeiten ist? Unterstützt von seinem noch größeren Bruder Ingo Igittigit. Noch größer? Du wirst niemals an mich heranreichen. Jeder weiß, dass Igor Igittigit der größte Koch der Welt ist. Ja, ist ja gut. Das ist lächerlich. Ich habe dir alles gezeigt, was du weißt. Nonsens! Du bist nur eine billige Abklatsch von mir. Ja, Jungs? Was? Der ist auf jeden Fall größer als der hier, so. Warum arbeiten solche Genies wie ihr in einer Burgerbar? Ich hoffe, man hört den Sarkasmus. Wenn nicht, Sarkasmus! Ich habe es noch nie von euch gehört. Da vermutlich war das durch das ganze Blatschgeräusch des Erbrochenen etwas übertönt. Na egal. Wir fragen die mal, warum sie denn trotz ihres Genies hier arbeiten. In der nächsten Folge, genau. Denn bis dahin sage ich erstmal Tschüss.